Hallo liebe Wally Flowers, Freunde, hier sind wir wieder bei unserem magischen Farming-Detektiv-Einbruchsspiel, was auch immer. Ja, gibt's wieder einige neue Entwicklungen, wir haben wieder einen Hexenprozess, wir haben wieder Probleme mit der Magie und wir müssen bei unserem guten Freund hier einbrechen, um herauszufinden, was mit ihm passiert ist, da er von dem bösen Geist besessen wurde. Und für einen Gegenzauber brauchen wir einen persönlichen Gegenstand. Das heißt, wir machen mal wieder einen schönen Einbruch hier. Okay, wenn ich ein persönlicher Gegenstand wäre, der ein dunkles Geheimnis über Angriffs Vergangenheit enthüllt, wie würde ich dann aussehen? Das ist eine logische Frage, ja. So erstellt man sich ja wahrscheinlich sein das Bild. Das Bild. Ha, das sollte ich zum Wahrsager bringen. Zettens Familienporträt. Okay. So, jetzt aber schnell ins Bettchen. Eieiei. Was hier jetzt wieder so los ist. Moment, schauen wir nochmal. So, hier brauchen wir nochmal was. Aber wir sind doch eigentlich fertig, ne? Mit dem Treibhaus-Affekt. Ja, das Settens Familienporträt müssen wir noch machen. Den Chai anbauen. Wir können natürlich jetzt hier nochmal Samen reinschmeißen für Tee. Der wächst ja hier komischerweise. So, und dann können wir als nächstes das Gewächshaus bauen und dann, ja, schauen, was mit dem ganzen Geisterkram, Hexenprozess, Gedöns, was da noch alles so passiert. Also, Montag, ja, der Postsonntag, immer kein so schöner Tag. So. Die Woche sollte mit Dienstag anfangen, finde ich. So, was haben wir hier Schönes? Wir könnten was ernten. Die Winterorangen sind fertig. Sehr schön. Flump. Die Blumen lassen wir mal schön, wo sie sind. Unsere Bienen was zu naschen haben. Wir können nochmal neue Erde machen hier, ne? Obwohl. Ne, die ist ja eine Mache. Wir haben genug. So, hier mal. Oh, Granatäpfel sind fertig. Flop. Und die Limetten. Flop. So, da müssen wir uns mal ganz viel rumkaufen. Wir machen mal ein bisschen mehr. Dann brauchen wir uns noch ganz viel rumkaufen. Dann können wir in die Kaipirinian-Großproduktion einsteigen. So, Hühnchen, komm her. Es gibt Papa. So. Mama gibt euch mal ein bisschen schön was zu futtern. So, Schäfchen kriegt auch noch was. So, Schäfchen. Bitteschön. Aber nicht alles an die Mäuse wieder weitergeben, ne? Schneeflöckchen, Weißröckchen. Für Winter passt das ja. Scharf. Was kann man denn eigentlich für Geschenke noch geben? Also, was gebe ich einem Schaf? Orangen? Spinat? Oh, weiß es nicht. Gut. Was haben wir denn noch an Aufgaben eigentlich? Das ist mit dem Chai. Fenchel habe ich ja auch noch da. Nur zum Anbauen habe ich da nichts mehr. Wir könnten allerdings nochmal so ein Fenchelpulver-Dings machen. Vielleicht wird das ja nochmal gebraucht. Weiß ich nicht. So, Schwebetrank haben wir auch. Können wir machen nochmal Schwebetrank. Wir brauchen die so oder so. Und hier machen wir nochmal Wunderwuchstrank. So, Kupfer können wir auch immer wieder gebrauchen. Der Wein, okay, der ist in 3 Stunden fertig. Die sind in Arbeit.
Die Saftpresse. So, da können wir nochmal Orangensaft machen. Dann machen wir auch nochmal davon was. Wieder auch nochmal Olivenöl herstellen. Leder. Kommt. Kann ich verschiedenste Arten nehmen? Ach. Ich könnte das auch mit Saiblingen machen. Ah, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Das ist mir nicht aufgefallen. Also welchen Viech habe ich am meisten, ne? Knochenhecht. Rundbarsch. Flunder. Okay. Heilbutt. Das Glasaugenbarsch? Die haben wir ja noch gar nicht. Wels. Okay. Schellfisch, Bitterfisch, Makrele. Kerpfling. Ich kann aus Muscheln Leder machen. Ja, klar. Rochen. Killifisch. Also im Grunde aus jedem Fisch. Ich dachte nur mit einer einzelnen Art ging das. Das hatte ich immer gedacht die ganze Zeit. Aus Krebsen auch. Okay. Bonito, Bachforelle, was ist das? Okay. Dann nehme ich den Saibling, weil da brauche ich dann nur noch einmal, dann kann ich einmal Fischleder machen. Weiß ja nicht, ob das riecht, aber naja. Hm, spannend. So, das sollte man zum Wahrsager bringen. Der soll eigentlich erst abends da. So, der Chai ist ja hier noch nicht fertig, ne? Wann ist denn der fertig? Sechs, was? Noch ein Tag, ach so. Hat der heute auf? Ja. Gut, dann können wir mal gucken, wie es mit dem Wächshaus jetzt steht. Okay. Schauen wir erstmal. Wir haben zu. Ah, ob ihm aufgefallen ist, dass ein Bild fehlt? Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm. Wie geht's dir, Angus? Oh, ich fühle mich super. Ging mir nie besser. Ich habe das Gefühl, mein Leben im Griff zu haben. Du solltest meine köstlichen Desserts probieren. Heute gelingt mir alles. Aha. Das ist ja toll. Ich habe hier einmal Süßkartoffelauflauf für dich. Bring mir auch nochmal Geld. Ihr könnt Milchreis, Pfannkuchen, Nougat, Croissants und Brotpudding machen. Okay. Kaufen wir mal. Klingt ja gar nicht mal so schlecht. Dann verkaufe ich den. Dann ist Lokum noch, oder? Oder? Kann man das, das kann man auch gut verschenken. So, jetzt können wir Brotpudding machen. Wer immer sowas mag. Croissants, lecker. Nougat, okay. Pfannkuchen, Milchreis. Mit Zimt und Zucker. Oh, da hängt was Neues hier auf. Ja, ich will gar nicht mit dem reden. Naja, ist auch egal. Es sollte uns nicht überraschen, dass Marty hier ist, um Stunk zu machen. Da muss man sich nur einmal sein Verhalten im letzten Herbst anschauen. Du meinst, als er gegen dich als Bürgermeister kandidiert hat? Ah, genau. Er plant nichts Gutes, ganz und gar nicht. Immer Demokratie, du Idiot. So, na gut. Ja, das ist alles. Nee, die Fische brauche ich jetzt alle selber. Die kriegst du nicht. Nee, komm, gehen wir jetzt mal hier hin. Welche Zeit im Ort verplemper. So, wir haben jetzt Möglichkeit für ein Gewächshaus. So. Oh, da muss es hin. Wir können ja ein hübsches Treibhaus errichten, aber dafür musst du alle Bäume und Steine aus dem abgegrenzten Bereich entfernen. Got it? Alles klar, du kommst her, wenn du alle Bäume und Felsen beseitigt hast. Und dann können wir über das Geschäftliche sprechen. Okay. Gut, dann wissen wir das auch.
Ich hänge hier fest. Ich hänge hier wieder fest. Okay. Sehr gut. Hier hat alles geschlossen. Oh. Ja. Was willst du? Hey Tara. Hey Tara, mir ist etwas eingefallen. Es ist schon so lange her, seit ich meinen Bloody Mary gemacht habe. Sie sind mein Markenzeichen. Aber wenn wir Süßkartoffel-Wodka hätten und sie in meiner Bar servieren könnten. Was? Süßkartoffel-Wodka? Was gibt's? Die schicken Brunch-Restaurants im Milkwater kaufen ihn anscheinend immer auf. Jetzt hat sich das Blatt gewendet, weil Lena Süßkartoffelsamen zum Verkauf anbietet. Wenn du ein paar anbauen könntest und daraus Wodka brennst, haben wir ein paar Tagen Bloody Marys. Oder wir sind alle stinkeblau, okay. Alkohol zu brennen dauert Zeit, Damon. Ich mach das schon die ganze Zeit, ganz heimlich, aber... Naja, nicht immer. Probier das mal aus. Klar? Oder was? Normalerweise nehme ich keine Päckchen mit dubiosem Pulver von Männern an, Damon. Ach, nein, keine Sorge. Das ist Sofortgebräupulver. Gibt es in deine Distille und deine Zutaten fermentieren im Handumdrehen. Es funktioniert auch in deinem Kessel. Hier siehst du, wie man es zermahlt, wenn du mehr Ladung machen willst. Dafür brauchst du ein paar dieser leuchtenden Fische aus dem Teich hinter dem zweiten Dämmerungssäulen, um die Essenz der Freude machen zu können. Alter Falter, okay. Dieser Hexenprozess-Unsinn geht mir auf die Nerven. Am liebsten würde ich Otto aufs Podium stellen, damit er merkt, wie sich das anfühlt. Okay, Sofortgebräupulver. Süßkartoffel-Wodka. Das wird immer verrückter, okay? Wodka aus Süßkartoffeln. Na gut, wird ja aus... Wir bringen das in Ordnung. Wir müssen einfach, genau. Was immer davor war, das habe ich so schnell weggeklickt, sorry. So, Süßkartoffeln, okay. Dann können wir auch nochmal Spinat kaufen. Zwiebeln. Fenchel. Brauchen wir anscheinend so oder so. So, was können wir denn noch verkaufen hier? Wir haben auch wieder relativ viele Eier. So. Zitronen. So, eine gerade Zahl ist besser. So, lala. Wodka. Granatapfel. Ah, die kann ich ja hier auch verkaufen. Bin Nummer 60. Kann ich auch mit kochen. Aber ich würde schon nicht so viele brauchen. So. Dann haben wir auch noch mal ein bisschen Geld verdient. Uah. Dann haben wir es aber wieder schnell zurück. Dann gucken wir noch mal kurz hier am Strand. Und wie geht's dir, mein Freund? Wie konnte er das nur tun? Ich kann es einfach... Warum? Ich gebe mir alle Mühe, nachsichtig zu sein. Aber ich weiß nicht, ob ich Cameron und Otto vergeben kann, auf welchen Pfad sie meinen Ehemann geführt haben. Tja. Das ist so ein Ding, ne? Das haben auch wegen Corona viele gemerkt. Und plötzlich Leute komplett den Verstand verlieren. Zack. Zack. Okay. Was machst du hier? Mann, Marty ist echt irgendwas komisch. Aber noch mehr Hexenprozesse halte ich für eine ganz üble Idee. Können wir nicht einfach bei ein paar, was, bleiben? Ja. Irgendwie habe ich zu schnelle Finger heute. Oder ist da? Okay. Okay, neue Tiere hat er nicht. Dann kaufe ich nochmal was. Na gut. So, was sagst du zu dem Ganzen nochmal?
I just don't get it. Ich verstehe es einfach nicht. Was habe ich Angus bitte angetan? Also, naja, ich habe vergessen, ihm und Francis was zur Hochzeit zu schenken, aber ich habe da noch nicht lange hier gelebt. Ich schaff. Meh. Ja, das ist, das ist hier natürlich kein Grund, einen dann anzuklagen, aber, naja. Okay, dann bauen wir jetzt hier nochmal Süßkartoffeln an. Flupp. Schwungvoll hingeschmissen, so wie man das macht. Heute müsste ja irgendwie da funktionieren, ne? Regnet ja nicht. Essenz der Freude. Aus Compli-Fischen. Ja, einen habe ich ja schon. Gut. Interessant. Ich habe Süßkartoffeln da. Könnte ich also einmal auf jeden Fall anfangen. Stellt etwas Energie wieder her, ja. Okay, dann machen wir jetzt hier eine Schnapsbrennerei auf. Halleluja, Freunde. Was brauche ich für das Zeug? Essenz der Freude, Wollkraut und vergiss mal nicht. Aha. Okay. Gelb ist immer ein bisschen problematisch. Aber das kann ich auch aus Zitronen machen. Okay. Man kann jetzt verschiedene Sachen aus verschiedenen Dingen machen. Das finde ich sehr praktisch. So, dann haben wir jetzt von jedem was. Also Essenz der Freude. Das heißt, wir müssen öfters fischen gehen da in der Dämmerung. Eieiei. Wenn hier wieder zu tun hat. Drei brauchen wir, okay. So, dann müssen wir hier noch was freiräumen. Eieiei, okay. Dann müssen wir jetzt hier Bäume fällen noch. Und den noch. Na gut, zumindest haben wir jetzt genug Holz. So, und das haben wir auch alles. Das machen wir auch noch weg. So, kann ich jetzt noch mal zu Parker gehen? Hat er schon wieder zu? Ah, klar, bis 17 Uhr nur. Ja, gut. Okay, aber dann können wir hier bauen. Das ist ja schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. So, dann fliegen wir jetzt mal rüber. Hier haben wir jetzt ein paar Tränke. Heidi Hitzka! Oh, läuft der nicht rum?
Dieser Winter führt dazu, dass Otto richtig ernst geworden ist. Muss das Stress sein. Ganz bestimmt. Das hoffe ich doch. Oder ist einfach total durchgeknallt? Man weiß es nicht. So, mal gucken. Wir nochmal so einen Saibling kriegen oder sowas. Das war ja praktisch. Dann können wir den für unser Leder benutzen. Aber hier sind eher kleine Fische. Okay. Oh, da haben wir genau das, was wir brauchen. Hey, sehr gut. Kann ich die komplett alle für Fischleder benutzen? Und dann können wir uns da eine nächste Lederjacke drauf schnitzen. Ja, sehr gut, sehr gut. So, Kinder, wie sieht's hier aus? Ah ja, zum Wahrsager muss ich. So, bitteschön. Was sagst du, Wahrsager? Ich finde, Angus verwendet zu viel Butter in seinen Kuchen. Ich glaube, das war nicht das Thema. Nein, ich meine, was siehst du? Ich sehe einen kleinen Jungen, der sich im Schrank versteckt. Seine Eltern haben für den ältesten Sohn der Visionen hat den Priester geholt. Am Waldrand steht eine Hexe, die ihn nachts zu sich winkt. Oh. Der Fluch. Der Priester spricht sein Gebet. Was es auch ist, es fährt aus dem ältesten Sohn und findet den Mittleren, der sich dort versteckt, wo seine Eltern ihn nicht sehen. Es ist auf Angus übergegangen. Vielleicht hat er einen von uns gesehen und hielt uns für seine Hexe. Könnte sein. Er war ein einfaches Ziel für den Geist. Das steht fest. Ihr habt jetzt, was ihr braucht, um die Zauberformel zu schreiben, die Angus befreit. Ihr solltet euch sputen. Okay, neue Zauberformel. Bann Angus Geist. Oh je. Angus versucht es, sich nicht anmerken zu lassen, aber die Angst, die er in sich trägt, ist stark. Er verdrängt sie wohl, weil er sich selbst schützen will. Leider wirkt er damit nur den gegenteiligen Effekt. Ja, schön. Gut, dass sie alle das immer so genau wissen, was bringt mir das? Hey, ich habe mir mit Ariel darüber geredet, was Feenwesen sich so als Opfergaben wünschen. Heutzutage haben selbst sie moderne Geschmäcker. Okay. Bestimmt WLAN-Lautsprecher oder sowas. Naja, gut, gucken wir mal. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Ja, hier müssen wir trotzdem noch zaubern. Schrawimsel. Komm jetzt hier nochmal angeln. Dann halt hier rüber. Hier ist ja nichts mehr Neues. So, ne? Ja. Das heißt, wir haben alles gefunden, was wir finden sollten. Dieses Ding wollen wir auch nicht mehr gießen. Hier können wir nochmal angeln, okay. Mit einem Würmchen. Das dauert jetzt ein bisschen. Der ziert sich noch ein bisschen. Okay. Aber wir haben ja Geduld. Jetzt habe ich dich. So, haben wir nochmal einen Kumpli-Fisch gefangen. Die einzige Stelle, die es hier gibt zum Angeln. Ne? So, was haben wir denn hier noch? Hier ist ja auch noch so eine Barriere. Oh, die können wir knacken. Abgesehen davon, dass das Eisenhut, okay. Was haben wir hier? Ist das eine weitere Echoblüte? Flip.
Die neueste Hexe, Amira, scheint Piri sehr, sehr nahe gekommen zu sein. Ich hoffe, dass Piri ehrlich ist und Amira sagt, was sie mir einmal gesagt hat. So sehr Piri auch von Zeit zu Zeit Ablenkung der Sterbliche genießt, hat sie doch nur Vivian geliebt. Also Großtante Vivian? Wow. Das ist lange her. Okay. Ja gut. So lange lebt. Ja, da brauchen wir gar nicht jetzt versuchen. Da brauchen wir erst einen stärkeren Zauberstab. Okay, dann sind wir hier durch eigentlich. Ah, wir können jetzt hier rüber. Ha, ha, ha. So. Ja, das ist schon eine Abkürzung. So, noch 3 Tage. Das dauert mir jetzt aber wirklich langsam ein bisschen zu lang. So, noch 1 Tag. Also hier könnte ich nochmal Goldlauch oder Anemone. Ja, brauche ich jetzt eigentlich beides nicht. Wenn ich die habe, reicht das eigentlich. Frage ist, was ich da brauche, ne? Gut. Das müssen wir noch machen. Okay, weiter geht's. Ja, eine Abkürzung ist das schon. So. Die haben jetzt hier nichts Neues. Eine Woche vor Neujahr gibt es ein iranisches Fest, bei dem wir Raute und Weihrauch verbrennen. Ich frage mich, ob es zu Beginn den Zweck hatte, die örtlichen Quellen zu beschwichtigen, genau wie wir es mit dem Tannenzapfen machen. Ja, ist natürlich durchaus möglich. Manche Bräuche geraten ja eigentlich der ursprüngliche Sinn so ein bisschen in Vergessenheit. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Magie zum Brauen. Wir müssen jetzt noch sehen, wie wir diesen neuen Zauberspruch da hinkriegen. Ah, so viel zu tun wieder. Komm, jetzt fliegen wir mal zurück. Yippie! Schwomp. So, wunderbar. So, wie sieht's hier aus? Oh, der Wein ist fertig. 2 Wein. So, Sauerkraut kann ich immer noch nicht machen, weil es gibt keinen verdammten Kohl. Aber gut, ist halt so. Können nochmal Apfelwein machen. Ich könnte auch nochmal Wein machen. Das andere ist ja, brauche ich eigentlich eh nicht, ne? Machen wir nochmal Wein. So. So, und jetzt können wir hier Fischleder machen. Interessant, okay. Oh, hier kommt dann unsere neue Glashütte hin hier, beziehungsweise unser Glaswächshaus. Da bin ich mal gespannt. So, der Chai braucht noch einen Tag. Okay. Gut, dann haben wir eigentlich alles für heute. Ich kann mir noch mal kurz hier rüberlaufen, mal schauen, ob es hier noch was zum Abgrasen gibt, beziehungsweise Ausgraben. Ja, was ist das da? Eine Pistazie, okay. Was ist das hier? Petersilie wächst hier im Winter rum, okay. Ah, hier haben wir nochmal Zahnzapfen. Wir haben hier unseren Vorrat weggegeben. Oh, Geld, okay. Das war's. Hier noch irgendwo was. Ah ja, okay. Ah ja. Mal nochmal buddeln. Oh, ein Rezept. Mein Gott, wie viele Rezepte gibt es denn hier? Maissuppe. Okay. Maissuppe. Und Geld. Okay. Maissuppe. Ah, wäre jetzt so nichts für mich, aber okay.
Winter ist alles egal, Hauptsache es ist warm und wärmt von innen. Dann isst man auch Maissuppe, denke ich. Oder mögt ihr sowas? Habt ihr das schon mal gegessen? Maissuppe? Hm. Schneit schon wieder. So. Wie sieht's hier aus? Der ist fertig. Okay, da habe ich alles für. Aber gut, dass ich nochmal Fenchelpulver gemacht habe. Das mag natürlich auch noch übrig. Apropos, wir können nochmal ein bisschen Tinte machen. Habe ich da noch von? Machen wir auch nochmal. Sehr schön. Die Bandformel haben wir also fertig. Dann müssen wir das nur noch sagen. Das müssen wir bauen und das ist auch okay. So. Jetzt sieht es wie ein Schnaps aus. Der ist in der Mache. Das Ding ist auch noch in der Mache. Hm. Wo ist das? Hm. Sicher, sicher. So, das brauchen wir einmal. Ich meine, ich könnte den auch damit noch beschleunigen. Okay, probieren wir das mal aus. Für Damon. Okay, haben wir den sofort. Dann könnte ich nochmal Kilifisch-Dings machen. Oder nochmal Wodka. Wir machen nochmal Wodka. Das Ding, ja gut, das blubbert ja noch. Könnten das auch nochmal boosten, damit wir zwei daraus kriegen. Okay. So. Oh. Shit, da habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Gut, dann sind wir jetzt krank am nächsten Tag. Ich fühle mich gar nicht gut. Oh, I don't feel so good. Ja, das ist blöd. Jetzt müssen wir zu Amira, weil dann können wir nicht so viel machen hier. Das ist natürlich jetzt blöd. Habe ich nicht drauf geachtet, aber na gut. Ich glaube, das machen wir jetzt hier nicht. Hat die denn auf heute? Ja. Okay. Weil dann kriegen wir heute nichts mehr gebacken, was irgendwie magisch oder sonst wie ist. Uff. Das ist natürlich blöd. Wir haben auch ziemlich lange gepennt jetzt, ey. 12.20 Uhr. Gucken wir nochmal, was es hier gibt. How's it going, Kai? Wie geht's dir, Kai? So fantastisch. Ich habe ein Päckchen von meiner Mutter bekommen. Ich denke, die Fähre ist kaputt. Jedes Jahr, wenn es anfängt kalt zu werden, schickt sie mir ein Büschel Eukalyptusblätter von dem Baum, der vor ihrem Fenster steht. Mm, der Duft ist Wahnsinn. Ja, das glaube ich. Kann man schön inhalieren. Ich glaube, davon brauche ich nichts. Ich habe, glaube ich, alles von diesem Zeug schon. Die Ananas, glaube ich, oder? Kaufen wir noch mal. So. Ja. Färbemittel haben wir jetzt ja eigentlich. Ich verkaufe dir noch mal Seide. Sicher ist sicher. Dann haben wir noch mal was Geld. Ja, ansonsten. Gut, wir können noch mal Safran kaufen, wenn er schon da ist. Ich glaube, Avocado habe ich auch noch. Habe ich auch noch nichts mitgemacht. Das habe ich auch. Zimt für Chai. Gut, schadet nicht, wenn wir die nochmal kaufen.
Den Rest brauche ich nicht. So, das sind alles. Die habe ich alle. So, mehr hat er jetzt nicht, was mich interessiert. Okay, wir müssen mal als erstes zu Amira. Und uns heilen lassen und uns ausschalten lassen. Was habe ich gesagt? War es vielleicht, du sollst dich ausruhen? Ja. Und das hast du gemacht. Möglicherweise habe ich das nicht gemacht. Dann wirst du dich von jetzt an immer genug ausruhen. Ja. Dankeschön. Es ist dann zu fassen, dass jemand glaubt, dass Marty ein Hexer ist. Ich weiß, ich sollte nicht lachen, aber es ist so lächerlich. Wenn er dächte, dass er mit Tränken mehr Follower gewinnt, könnte ich mir gut vorstellen, dass er es probieren würde. Ja, das sind so, ja. Der ist wohl auch auf diesem Schlimmstagram Insta, aktiv oder so. Man weiß es ja nicht. So, dann können wir jetzt unser Gewächshaus bestellen. Dafür bin ich hier. Ja, mein Treibhaus. Ich will mein Treibhaus haben. Ich werde schnell ein Gewächshaus bauen. Das sollte nur etwa einen Tag dauern. Okay, die Fähre kriegen die nicht hin innerhalb einer Woche, aber ein Gewächshaus geht mal schnell. Wuppsiwupps, sehr schön. Aber wir brauchen gar keine magische Energie mehr. Uff, okay. Haben wir hier mal diese lustigen Tränke? Schlöpp, so. Was ich mit dem eigentlich? Da kann ich gar nichts damit anfangen, ne? Schwebetrank habe ich auch noch. Belebenden Trank brauche ich nicht. So, also wir haben genug Energie. Das sollte eine Weile reichen. Der Dödlein hat noch was zu sagen. Wir müssen jetzt als Gemeinschaft an einem Strang ziehen. Die Querulanten suchen geradezu nach einer Krise, um Chaos zu säen. Oh Gott. Was für ein Schwachsinn. Na gut. Auch in Spielen gibt es halt so Schwachsinn. Die spiegeln ja auch unsere Welt so ein bisschen wieder. Mit ihrem ganzen Wahnsinn. Und apropos Wahnsinn, deshalb würde ich jetzt hier auch Feierabend machen. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer hier mit Tara. Und dann schauen wir mal, wie das mit dem nächsten Prozess und dem ganzen anderen Kram weitergeht. Wir haben ja noch einige Aufgaben zu tun. Ja, und vor allem, weil wir den ganzen Wodka trinken können und weil unser Gewächshaus steht und wie das aussieht. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.